Der Ort, an dem Maya ihr Zelt aufbaute, erwies sich als Privatgrundstück, also zog sie an den Strand. Das hat sie toll gemacht. Oh oh, der ist auch Privatbesitz. Anscheinend gehört er einem berühmten Schauspieler. Maya wird rausgeschmissen, ohne die Chance zu haben, vorher ein Selfie zu machen. Aber so leicht gibt sie nicht auf. Sie wird in den Dschungel gehen müssen. Dort wird sie niemand stören. Wow, sie hat etwas gefunden. Wow, ein echter Truck. Maya, der gehört doch schon jemandem. Aber es sieht so aus, als ob er schon eine Weile hier wäre. Das Kofferraumbett ist erstaunlich. Maya wird hier ihr neues Haus bauen. Sie stellt den Rahmen auf. Das ist wie ein Wohnmobil. Maya braucht einen rosanen Teppich. Ihr Haus muss süß und gemütlich sein. Das Hotelzimmermädchen hat gerade die Teppiche in der Präsidentensuite gewaschen. Der hier ist schön. Der Präsident kann ihren benutzen. Das Dienstmädchen nahm an, dass er sich in der Wäsche verfärbt hat, weil sich eine rote Socke dazwischen gemogelt hatte. Maya hat bekommen, was sie wollte. Sie ist so glücklich. Es ist schwer, mit ihren Kissen auf die Ladefläche zu kommen. Die ist zu hoch und Maya ist zu klein. Sie braucht eine Treppe, um es einfacher zu machen. So ist es besser. Und sie muss sie auch noch aufhübschen. Maya liebt es, wenn alles weich ist. Das muss der Grund sein, warum sie süße Jungs mag. Maya tanzt einen Siegestanz, um ihren Umzug zu feiern. Aber der Akku ihres Lautsprechers war leer. Sie braucht Musik zum Leben. Aber hier gibt es keine Steckdosen. Aber ein LKW hat einen Generator. Mayas Vater ist Mechaniker. Und er hat ihr beigebracht, wie man sich in einem Auto zurechtfindet. Verbinde einfach diese beiden Drähte. Was kann schon schiefgehen? Naja, fast nichts, aber Maya könnte auf eine lange Reise gehen. Das Auto kann nirgendwo hinfahren, wenn die Bremsen angezogen sind. Die lange Reise hat Maya ziemlich müde gemacht. Ein Sprung in den Pool sollte helfen. Und Maya hat gerade einen Schwimmring gefunden. Ups, das muss der Besitzer sein. Lauf! Das Letzte, was sie braucht, ist verhaftet zu werden. Maya ist mit dem Schwimmring weggelaufen. Sie mag ihn wirklich. Jetzt hat sie einen Tisch. Es ist ein richtiges tragbares Haus mitten im Dschungel. Das wollte ich schon immer. Ich wollte auch schon immer mal einen Schatz finden. Maya hat einen Metalldetektor und keine Holzbeine oder Hakenhände. Sie wird also ganz sicher einen Schatz finden. Aber sie ist faul. Überall zu graben würde zu lange dauern. Kommentiere unten und sag uns, wo sie deiner Meinung nach graben sollte. Maya hat gerade einen heimlichen Verehrer bekommen. Geschenke sind cool. Zeit für ein Selfie. Meine Freunde werden so neidisch sein. Dieser Strauß braucht eine Vase. Ich werde sie aus einer Ananas machen müssen. Einfach die Spitze abschneiden. Und innen alles rausessen. Noch mehr Geschenke? Kann Maya wirklich noch eine Ananas essen? Es ist der Gedanke, der zählt. Maya wird durstig. Aber die Sonne bringt das Wasser zum Kochen. Nichts ist schlimmer als warme Limonade. Maya braucht einen Kühlschrank. Ein Eimer mit Eis wurde zu einem Eimer mit heißem Wasser. Das Leben im Dschungel ist hart. Sie wird warme Limonade trinken müssen. Pfui. Maya hat den ganzen Tag hart gearbeitet und sie muss essen. Aber es gibt kein Essen. Das klingt wie der Beginn eines neuen Abenteuers. Maya geht also angeln. Sie hat das noch nie gemacht, also hoffen wir, dass sie Anfängerglück hat. Sie hat einen riesigen Wal gefangen. Nein, das passiert einfach, wenn du in einem Pool angelst. Maya will den Truck in den Schatten fahren.
Sie hat einen ganzen Haufen alter Schrottteile gefunden. Denkt sie zumindest. All das kann für einen guten Zweck genutzt werden. Maya liebt Kunst und Handwerk. Sie kann etwas aus dem Nichts erschaffen. Maya war schwer am Arbeiten, als sie ein Brüllen hörte. Aber es war kein Löwe. Sondern Ivy ist gerade Mitarbeiterin des Monats geworden. Maya hat noch nie so eine Auszeichnung bekommen. Aber sie ist berüchtigt für ihre Streiche. Ivy sollte besser auf Ungeziefer achten. Das ist jetzt Mayas Rahmen. Sie dekoriert ihn. Und sie hat einen fantastischen Bilderrahmen. Jetzt werden ihre Gäste genau wissen, wer hier wohnt. Aber niemand wird sie besuchen. Dieser Mitarbeiter des Monats arbeitet zu hart. Maya meint, sie sollte eine Pause machen. Ein Pfeil mit einem Beruhigungsmittel sollte ihr helfen. Aber etwas ging schief. Das Ziel war völlig daneben. Und jetzt ist Maya diejenige, die schläft. Sie hatte gerade einen verrückten Traum. Wie auch immer sie zielt, sie schießt und verfehlt. Maya will im Auto herumspielen. Oh, das Lenkrad ist so heiß, dass sie sich die Hände verbrannt hat. Das ist übel. Kann sie etwas Nützliches im Auto finden? Flauschiges rosanes Fell ist eine tolle Idee. Leg es einfach um das Lenkrad. So bleiben ihre Hände gesund. Sie kann so tun, als würde sie Taxis im Verkehr anhupen. Das macht Spaß. Maya ist immer noch am Dekorieren. Sie mag Palmwedel. Sie sehen gut aus und sie spenden Schatten. Aber alles auf dieser Insel ist Privateigentum. Jetzt könnte Maya auch noch eine Geldstrafe bekommen. Lauf weg! Das reiche Mädchen wird dich nicht jagen. Der Dschungel ist Mayas Revier. Papier wird aus Bäumen hergestellt, also kann Papier auch aus Blättern bestehen, oder? Gestalte es einfach richtig. Das sieht ziemlich gut aus. Das ist definitiv ein echter Dschungelpalast. Puh, finde dein inneres Zen. Maya ist mit der Umgestaltung des Autos fast fertig. Wenigstens geht es jetzt los. Aber Maya muss nirgendwo hingehen. Sie versucht, eine Bratpfanne zu erhitzen, damit sie ein warmes Abendessen bekommt. Maya will die Heizung aufdrehen, damit sie früher essen kann. Sie ist so hungrig. Aber sie hat gerade ihr Abendessen verpfuscht. Hat jemand Lust auf Kohle? Eine sehr beliebte Person zieht ins Hotel ein. Die Mitarbeiter versuchen, sie zu beeindrucken. Maya ist es egal. Sie braucht nur Garn. Dem prominenten Gast gefällt es hier nicht. Und der Hotelbesitzer könnte gleich barfuß sein. Das ist inakzeptabel. Was für eine Sauerei. Aber Maya setzt sich durch. Sie hat alles gestohlen, was sie konnte, und jetzt geht sie zurück nach Hause. Zum Dekorieren. Eine Regenbogenwolke? Wie süß. In Mayas Zimmer herrschen immer perfekte Wetterbedingungen. Mach mehr Fotos, sonst glaubt dir niemand, dass du ein tolles Haus hast. Was ist das für ein Geräusch? Die Hotelmanagerin will in die Stadt zum Lebensmittel einkaufen. Ist das ihr Auto? Sie wird angenehm überrascht sein, wenn sie die Neuerungen sieht. Bis sie das Zelt mit Maya darin sieht. Wenn sie wegfährt, kann Maya sie wegen schweren Diebstahls verklagen. Aber im Moment flippt sie einfach nur aus. Keine Kreuzfahrten mehr. Das Schiff hat Schiffbruch erlitten. Maya und Betty sind auf einer einsamen Insel gelandet. Sie flippen aus. Und ihre Freundin Ivy ist nicht hier. Vielleicht ist sie ertrunken. Was ist das? Toll, jetzt ist keine Zeit für Witze. Dieses Mädel hat jede Menge Energie und kann es kaum erwarten, loszulegen. Mal sehen, wie sich das alles entwickelt. Sei vorsichtig, Ivy. Wir müssen zuerst den Rahmen bauen. Und wir werden nicht zulassen, dass dieser Spinner es tut. Jemand, der es ernster meint. Die Mädchen scheinen ein Zelt zu bauen. Und Ivy treibt wieder ihr Unwesen. Maya bindet ihre Hände an einer Stange fest, um sie an einem Ort zu halten.
habe langsam das Gefühl, dass Ivy den Ernst der Lage nicht versteht. Schau mal, wer jetzt mitspielt. Ivy hat einen Teppich für den Eingang gemacht. Erwartet sie Gäste? Maya hat Angst, dass die Felsen ihre Füße verletzen könnten. Ivy hat eine Lösung. Schuhe aus der Flasche. Diese Sandalen müssen patentiert werden. Sie haben einen Nobelpreis verdient. Jetzt kann Maya sicher in Ivys Zelt gehen. Wo ist unser Rettungsteam? Bitte niemand nach uns suchen? Maya hat etwas gesehen. Einen Rettungsring. Er sieht aus wie eine Avocado. Pass auf, dass Ivy sie nicht isst. Sie wird wütend vor Hunger. Maya sonnt sich in ihrem neuen bequemen Stuhl und ist schadenfroh. Ivy fühlt sich nicht sehr wohl auf ihrem heißen Felsen. Geh dich abkühlen. Aber sie hat einen neuen, raffinierten Plan. Sie muss die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Sie ist zu tief reingegangen. Sie braucht Hilfe. Maya, rette sie! Ja, Ivy ist in Sicherheit. Wollte sie nach Hause schwimmen? Nun, Maya hat ihren Thron verloren. Die Mädchen sind mit Graben beschäftigt. Und hier ist das Ergebnis. Es ist ein uralter Spiegel. Oder einfach ein Tablett. Auf jeden Fall müssen wir gut aussehen, falls heiße Jungs kommen, um uns zu retten. Hoffentlich ruiniert Ivy nicht alles. Zu spät. Der Gong ertönte. Ivy kann nicht aufhören und will nicht aufhören. Es ist so heiß, dass die Mädchen anfangen zu stinken. Ich könnte eine Dusche vertragen. Maya macht sich an die Arbeit. Die Mädchen sind es gewohnt, lange zu baden. Und sie können diese Tradition hier am Leben erhalten. Oh, diese Plane wird sich als nützlich erweisen. Fülle sie einfach mit Wasser. Entscheide jetzt, wer zuerst geht. Wir haben einen Kandidaten. Ivy sieht den Pool und macht eine Bombe. Maya und Betty sind wütend. Das ist so unhöflich. Sie hat den Pool in einen Whirlpool verwandelt. Ivy beschloss, etwas Gutes zu tun und machte ein Kissen für Betty aus Sand. Ist es weich? Nicht wirklich und du bekommst Sand in die Ohren. Zu viel Sand. Betty sieht aus wie eine Sanduhr. Die Zeit ist um. Ivy findet das urkomisch. Gut zu sein ist langweilig. Oh, ein Koffer. Was ist, wenn er voller Puppen ist? Oder mit Spielen? Oder Essen? Ivy ist aufgeregt. Und ihre Freunde sind es auch. Ivy spielt endlich mit. Was ist da drin? Dieser Stoff wird perfekt für unsere Zelte sein. Ivy interessiert sich für den Koffer selbst. Warum etwas bauen, wenn du hier drin leben kannst? Ivy liebt es so sehr, fernzusehen, dass sie sich einfach einen eigenen Fernseher gebaut hat. Es ist immer die gleiche Show, aber die ist toll. Es gibt so viele verschiedene Strände. Sogar Maya ist interessiert. Und es gibt keine Werbung. Nur das Rauschen des Meeres. Und du kannst die Show genießen. Betty arbeitet immer an etwas. Heute ist es eine Dusche. Ihr Haar braucht etwas Hilfe. Füge volumengebendes Shampoo hinzu und dusche. Aber Ivy ist hier, um die Dinge durcheinander zu bringen. Das ist ein klassischer Shampoo-Streich. Oh, es wäscht sich nicht aus? Probier noch mehr. Diese Schaumparty wird ewig dauern. Der Scherzkeks wurde erwischt. Und jetzt ist sie in Schwierigkeiten. Ivy baut Türme neben ihrem Zelt. Mayas Füße sind stärker als die Sandburg. Viel stärker. Oh, Ivy hasst es, belästigt zu werden. Ja, willkommen in unserer Welt. Sie braucht etwas Stärkeres. So ist es schon besser. Die Kokosnuss ist härter als Maya. Das wird sie lehren, wie man mit dem Schloss einer Prinzessin umgeht. Ivy sendet ein SOS aus. Das hat sie im Sommercamp gelernt, als sie ein T-Shirt trocknete. Maya liebt die Kreativität ihrer Freundin. Sie lobt Ivy zum ersten Mal überhaupt. Aber sie hat sich selbst übertroffen. Betty und Maya machen die Wäsche. Und Ivy dreht durch. Wie kann sie nur so viel Energie haben? Oh nein! Sie hat die ganze harte Arbeit ihrer Freunde kaputt gemacht.
Wir sollten ihr eine Lektion erteilen. Viel Spaß mit deinen nassen Shorts und denke darüber nach, was du falsch gemacht hast. Ivy spielt Verstecken mit sich selbst, als sie plötzlich etwas Verdächtiges sieht. Das führt in den Untergrund. Dort muss es einen riesigen, coolen Raum geben. Und Ivy kann dort ohne ihre nervigen Freundinnen entspannen. Maya spürte, dass Ivy nichts Gutes im Schilde führte, also wird sie sie aufhalten. Aber der Raum ist eigentlich voll mit dummem Geld und Schmuck. Ivy wird wütend. Maya ist glücklich. Und warum? Du kannst es für nichts ausgeben. Verwende es nur als Brennholz. Ivy ist verärgert, dass sie weiterhin in einem Zelt leben muss. Ein Feuer anzuzünden ist schwierig. Die Mädchen werden müde. Schere, Stein, Papier wird entscheiden, wer es anzünden muss. Ivy hat es zu wörtlich genommen. Ihr Stein haut Maya um. Sie tanzt also herum. Ivy muss das Feuer anmachen. Maya wird richtig wütend. Aber nicht Ivy. Wenigstens heitern ihre Streiche alle auf. Selbst wenn wir keine Hoffnung mehr haben, macht Ivy immer noch Blödsinn und hat Spaß. Das ist einfach ihre Persönlichkeit. Hat dir unser neues Video gefallen? Dann gib uns einen Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal bei Trum Trum Chick.